Deswegen gucken wir auch gleich mal, was es hier gibt. Sieht aus wie ein kleiner Schlafsaal. Geht's hier noch weiter irgendwas Interessantes? Ihr habt einen gegnerischen Schlafsaal erobert. Nee, da lang brauchen wir nicht weiter graben. Höchstens da ist was Interessantes. Gucken wir nochmal nach. Ich habe nämlich nur eine Indie-Falle gesehen, aber sonst wirklich nicht wirklich was Wichtiges. So, kloppt euch mit denen. Da zieht sich die Fee zurück. Hier scheint es irgendwo ein Heldentor zu geben. Na gut, gucken wir mal. Friedhof. Interessant. Und was ist dahinter? Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Bist du noch eine Mana-Gruft oder siehst du nur so aus? Ihr habt einen gegnerischen Friedhof erobert. Ihr erbeutet einen Friedhof. Nöp. Skelette mal hier antanzen und die Angstfalle ausschalten. Eine gegnerische Brücke erobert. Okay, jemand hat die Indie-Falle. Aha. Haha, das ist doch mal schön. Noch eine kleine abgelegene Schatzkammer und noch mehr Gold darin. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Gold erschaffen. Dieser Zauber ist von Gold da entstehen, wo er angewendet wird. Ihr erbeutet einen Friedhof. Die Kanonen schnell ausschalten, die sind nervig nämlich. Ja, jetzt nachdem ich endlich mal den Symbiose-Zauber verstanden habe. Geht das Ganze viel einfacher. Und jetzt habe ich sogar einen Zauber, mit dem ich Gold erschaffen könnte. Ihr erbeutet einen Friedhof. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Naja, das dauert Ewigkeit, bis ich die Tür da eingeschlagen habe. Ach, die ist ja fast kaputt. Also machen wir weiter. Jetzt haben wir ein Level 1 Skelett, mit dem wir draufhauen. Da unten ist ein Kampf. Da sollte ich sofort nachgucken gehen, jetzt wo die Tür weg ist.
Nein, nicht die Tür einschlagen. Böses Skelett. Okay, jetzt habe ich einen Vampir. Den könnte ich gleich mal in die Bibliothek stecken. So. Was schimmert da oben? Achso, das ist der Friedhof, der noch keinem gehört. Gucken wir mal hier um die Ecke. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da auch noch was ist. Oh, ich habe zwei Imps verloren. Ah, na gut, dann hau da weiter drauf ein. Wir haben ja jetzt genug Geld, um da noch eine Tür zu setzen. Schnappe ich mir gleich mal einen Impf. Hoffentlich liegt hier noch irgendwo. Ah, ich habe ja noch massig Geheimtüren. Ihr erbeutet einen Friedhof. Und zumachen. Und alle Imps hinter die Tür. So, sehr schön. Dann gucken wir mal, was hinter dieser Tür ist. Hinter dieser Tür ist definitiv eine Armee. Mehr? Das ist hier unten. Ach ja, hier war die Goldkammer. Buddeln wir einfach mal hier durch. Mit zwei Imps. Hier war die zweite Bücherei, die wir nicht brauchten. Ne, hier ist noch eine. Mann, sind hier viele Büchereien in dem Flügel. Okay, und hinter dem Friedhof ist nichts mehr. Hier würde es weitergehen. Hier könnten wir uns zu einem Heldenportal durchgraben. Das sollten wir eigentlich mal machen. So können wir nämlich ihren Nachschub dezimieren. Und dann reißen wir einfach da die Brücke ein, um so zu verhindern, dass sie bei uns reinkommen können, außer vielleicht mit Feen und Riesen. So. Die Mission ist eigentlich so gesehen, sie wirkt schwierig, aber wenn man richtig vorgeht und ein bisschen nachdenkt vorher, ist sie eigentlich ziemlich machbar. Ich könnte hier hinten ein Casino errichten, aber nö. Befindet sich hier etwas? Ja, hier befindet sich ein leerer Raum, in dem nichts ist. Den können wir getrost ignorieren. Was ist das? Oh, eure Geschöpfe, das können wir machen. Erfahrungen gemacht. Was können wir machen? Und dann machen wir mal weiter in diese Richtung. So ein Ausbau. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Ich mach mal so ganz spontan mal so in die Mitte des Dungeons ein. Aufdecker, mal sehen, ob ich irgendwo schon mal fürs Reinherz finden kann. Thank you.
Ja, da wäre der Imp mir fast verbrannt. Nein, 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 Mist. Riesenmist. Geht weiter, schön weitergehen. Den Patrouillen ausweichen, das ist eigentlich das einzig wirklich Schwierige. Beziehungsweise was das Nervige. Warum befestigt ihr die Wände? Das sollt ihr doch nicht. Ihr sollt die Bodenplatten daneben einnehmen. Meine Güte. Na endlich. Wo war jetzt dieser offene Durchbruch hier? Einmal Geheimtüre bitte und einmal ihm, der die Geheimtüre liefert. Krieger des Kiefers sind da. Waffe! Gib Alarm! Oh, da. Krieger des Kiefers sind da. Waffe! Gib Alarm! Wir haben also definitiv so nochmal die Geheimtüre ins Wespennest gestochen. Ihr bleibt schön dahinter. Also hier lang können wir definitiv nicht weiter. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Was wir hier noch so erreichen können. Beziehungsweise wir sollen erstmal ausspähen, was wir hier haben. Hier graben wir... Hey, cool, hier graben wir in eine Arena rein. Das ist doch mal schick. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Das Schloss wird angegriffen! Gebt Alarm! Was auch immer ich da... Monster verlangen einen Kabelanschluss. Auch das noch. So, etwas größer machen. Hier ist ein Kerker. Ja, genau, so ist gut. Sag bloß, hier patrouillieren sie auch. Oder sind das nur die Wachen in diesem Raum hier? Ja.